Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, meldet es. Steig ein! No. Ja, ich bin ja schon. Stella? Stimmt irgendwas nicht? Runter! Oh. Dodgers Leute dürfen mich nicht sehen. Wenn's dich glücklich macht. Hör zu, das ist ernst, kapiert? Mit Dodger legt man sich nicht an. Okay, klar. Na gut. Oh, eigentlich ganz gemütlich so. Mein Verlobter Bill und sein Kumpel Charlie brauchen dich. Sie sitzen im Gebäude gegenüber in der Falle. Hans meinte, die sind vom NCPD? Cops und Volltrottel, ja. Machen manchmal Jobs nebenbei. Wollten was mit Dodger abmachen, aber die Nummer ging wohl voll in die Hose. Bill hat angerufen und meinte, ich zitiere, wir sind am Arsch. Hat gesagt, ich soll Hilfe holen, sonst pustet Dodger ihnen das Hirn weg. Warum nässt ihr euch wegen Dodger so ein? Er ist ein Dealer mit enger Verbindung zu Hansen. Totaler Psycho. Er ist aus NC nach Dogtown geflohen, um dem Knast zu entgehen. Mhm. Bitte versprich mir, dass du Dodgers Leute am Leben lässt, ja? Sonst wird alles nur noch schlimmer. Ach du Scheiße. Hier die Zugangskarte. Dodger hat ein verlassenes NCPD-Revier übernommen. Sicherheitssysteme laufen noch, also solltest du damit reinkommen. Alright. Die Vorteile der veralteten NCPD-Tech, was? Rette sie. Bitte. Ich werde es versuchen. Alle Achtung, euer Beintraining ist erste Sahne. Immer davon aus, dass ich schlank bin. Oh yeah. Wieso fragst du mich? Aus. Gut. Schon vor einer Stunde hier sein. Yo, ist da aber nicht. Stört mich das? Schön drauf sein.
Versuchen wir mal unser Glück. Oh, beide, wie schön. Natürlich. Ich kann auch nichts nutzen. Ach, doch. Hallo? Ist hier jemand? Komm her, du! Nehm einfach mal alles mit hier. Wenn du so schön wirst, hack mir auch gleich mal. Natürlich nirgendwo. Na gut, zumindest das andere kriegen wir noch. So. Ist ja der Aufzug. Untergeschoss bitte. Alter, da rechts ist ein Schalter. Benutz ihn. Mein Recht? Ja. Ah. Hallo? Ich bin V. Ich bin hier, um euch zu helfen. Gott sei Dank, endlich. Bill dreht da drüben langsam durch. Okay, versuchen wir, sie aufzukriegen. Dieses Scheißteil! Hilf mir doch mal! Tritt lieber zurück. Ach du Scheiße. Ich weiß. Was zum Teufel? Keine Sorge, nicht mein Blut. Aha. Was ist hier passiert? Sie am besten selbst. Einfach mir folgen. Das ist nicht so ein... Was zum Fick? Was zum... Das ist Bill. Okay. Was macht ihr da? Hi. Hi. Wer ist der Typ? Wer, ich? Ich hab's doch schon gesagt. Ich bin Bill. Schon klar. Danke, Bill. Ich meinte die verdammte Leiche auf dem Tisch, die Stella irgendwie vergessen hatte zu erwähnen. Wir haben ihn nicht getötet. Echt nicht. Aha. Mal sehen.
Zwei blutverschmierte Typen, ein verschlossener Raum, eine ausgeweitete Leiche. Da kann nur ein Meisterdetektiv helfen. Na los, erzähl ihm von deiner genialen Idee. Meine Idee? Du hast doch Dodger an Land gezogen. Sicher. Wenn du die Drogen nicht vor der Nase eines Junkies abgelegt hättest. Woher sollte ich wissen, dass er schluckt? Drogen, sagt ihr? Sag du's. Nein, erzähl du. Mir platzt gleich der Sack. Das war so. Der Typ klaut Dodgers Zeug, verpisst sich nach NC. Und wir hören, dass Dodger eine Belohnung auf ihn und das Koks ausgesetzt hat. Dann stolpern wir bei einer Routinekontrolle über ihn und seine 200 Gramm Synth-Coke. Also haben wir ihn eingesackt und hergeschafft. Aha. Der Typ hat 200 Gramm geschluckt? Geht das überhaupt? Wir warten jedenfalls hier auf Dodger, als Bill plötzlich die Tüte einfach so auf den Tisch knallt. Da schreit der Schweinehund, fickt euch Bullen, und stopft sich das Ding in den Mund. Hatte vielleicht ein Implantat oder so, mit dem er mehr schlucken kann. Ja, wie das deiner Mutter oder was? Was redest du für einen Scheiß, Bill? Und er wollte es nicht wieder ausspucken? Wir haben es mit einer Tracho... Ach, fuck. Einem verdammten Loch im Hals versucht. Keine Chance. Die Tüte muss geplatzt sein. Er hatte Schaum vor dem Mund, zuckte so rum und ist einfach abgekratzt. Dann haben wir Panik bekommen. Der Vollidiot hat zehntausende Eddies gefressen. Was hätten wir denn machen sollen? Oh, Bade. Stella hatte recht. Ihr zwei seid waschechte Volltrottel. Wir waren in Panik, okay? Ist einfach passiert. Es ist alles weg. Alles vollständig aufgelöst. Deutscher macht uns kalt. Dann bringt ihr ihm den Dieb mit seinem Stoff. Nur ohne den Dieb. Oder den Stoff. Ja, so in etwa. Du musst uns hier raushelfen, bitte. Also gut, dann mal los. Meine Fresse. Eine Kleinigkeit noch. Wir kamen mit unserem Einsatzwagen her. Den bräuchten wir wirklich zurück. Das wird ja immer besser. Wo ist die Karre? In der Garage. Dann mal auf zur Garage. Jetzt ist das offiziell, wie endlich in der Oberliga angekommen. Also in der Liga der Oberbleibirnen. Ja. Herzlich willkommen, Johnny. Stella bringt mich um, wenn sie von der Sache erfährt. Ich bin ein toter Mann. Weißt du, was du jetzt brauchst? Was? Richtig dicke Eier in der Hose. Ach, und du bist so ein harter Kerl, der zum Glück gar nicht stottert, wenn er mit dem Captain spricht. Ich stotter überhaupt nicht. Oh Gott. Muss ich die beiden mal ging's tragen? Hier durch. Wie ging der Code noch? 2893? Es war 2983. Idiot. 2893 stimmt. Ich hab's genau gesehen. Gib schon ein. Das war falsch. Ha, 2983. Alter, sag ich doch. Dodgers Schläger. Nicht umdrehen, Kumpel, nicht umdrehen. Hallo auf. So. Ah. Schlaf gut. Mist, noch eine Tür. Fest verschlossen. Schon wieder? Ach, Leute. Hey, wir waren das diesmal nicht. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Arsch, mal wenn man sich abschließt, ist ein Kutscher. Deutscher wird uns mit Eddie zuschütten, Bill. Der Plan ist narrensicher, Bill. Vertrau mir, Bill. Schnauze, Bill. Mensch, haltet die Backen, Kinder. Ich werde hier aufgeschmissen. Angegriffen. Wow. Bist du? Oh.
Ja, ich wäre dafür, dass ihr euch gegenseitig fickt, genau. Nun kommt schon her, ihr kleinen Heizelmännchen. Unser Einsatzwagen ist genau dahinter. Schön. Mal los. Du hast sie doch, oder? Die Schlüssel. Scheiße. Sag nicht, du hast sie oben vergessen. Oh. Chill mal, ich hab sie gleich. Darf ich die beiden erwürgen? Oh, fuck. Los. Ach was. Eine Begrüßungsparty? Wie aufmerksam. Hallo. Seid gegrüßt, Leute. Oh, bin ich zu früh? Wir können das erklären. Schnauze. Dich kenne ich nicht. Möchtest du dich nicht vorstellen? Die zwei haben mich angeheuert. Stimmt, die sehen echt hilfsbedürftig aus. Eins ist mir aber nicht ganz klar. Was habt ihr da im Gesicht? Bisschen Ketchup? Waren die Servietten aus? Ja, also... Nein. Nicht wirklich. Nicht per se. Und du? Kannst du sprechen? Gab eine Schießerei. Einer wurde getroffen. Viel Blut. Haben dann dein Zeug hergebracht. Ist oben. Ist alles erledigt. Noch so ein Poet. Na gut, dritter Versuch. Sagt er die Wahrheit? Stimmt. Ist genauso passiert, wie Bill sagt. Das ist aber schade. Weißt du, es ist so. Ich lass mich nicht gern verarschen. Jungs! Ihr könnt rauskommen. Dodger ist erledigt. Ist es vorbei? Yep. Ihr müsst nur noch ins Auto hüpfen und abhauen. Das kriegt ja wohl selbst ihr hin. Danke. Und? Wollen wir dann mal? Ja. Bin aus Versehen nach kaputt gehauen? Danke nochmal. Ja, ich bin mir sicher, das hat keine Konsequenz, dass ich ihn umgebracht habe, oder? Ist er wirklich tot? Robinson, ja. Einer steht nicht drin, ob er tot ist. Warte, ich ruf zuerst schneller an. Der lebt noch, der zuckt noch. Wie? Erzähl mal, was haben die Jungs in Blau diesmal angestellt? Ich schwöre dir, wenn mich das nochmal jemand fragt. Sind wir gereizt? Ich brauche keine Details. Wenn die Kundschaft glücklich ist, bin ich's auch. Auftrag abgeschlossen. Oh. Nein. Yes. Das war nervig. Ey, ich konnte endlich mal loslegen, ja. Achtung an alle Bewohner. Kurt Anthony hier. Feindliche Agenten haben Dogtown infiltriert. In unserer Mitte falsche Richtung. USA-Spione und Unruhestifter. Augen auf. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, meldet es. Hallo. Und doch. Hallo. Ein ganz normaler Bürger. Ja, keine falschen Bewegungen. Was denn? Bin die Liebenswürdigkeit in Person.
Oha. Gut, Yakitori, Night City Tempura, Night City Billy oder Night City Ramen lecker. Geben Sie diese Einöde nichts zu essen? Goro, du findest nichts, weil du mir deine Suchanfragen als Nachrichten schickst. Ich kann dir Tipps geben. Wenn die Straßen mich eins gelehrt haben, dann, dass es nichts Besseres gibt als gegrillte Marshmallows oder im Sternenhimmel. Pancakes in Tom's Diner sind überirdisch gut. 5 Sterne. Die habe ich noch nicht versucht, aber ich glaube nicht, dass ich dort gerne gesehen werde. Ach, Takemura. Aber ich frage lieber nicht, was das gerade für Geräusche sind. Lalalala. So, hier, ne? Wie sieht der Verband aus? Trocken? Ist die Naht noch okay? Schum. Totaler Schweh. Kann kaum noch stehen. Hm. Mehr Morphium geht nicht. Sonst reicht es nicht für die anderen. Ohne Anderson sind wir sowieso tot. Guten Tag. Odell Blanco, ich bin V. Fixer sagt, ihr braucht Hilfe. Eher ein Wunder. Wenn die Scavs nicht bald abhauen, sterben mir die Patienten hier weg. Das Implantat ist nicht richtig an dein Gewicht angepasst. Was? Als ob die Auswahl so groß war. Nein, muss nur die Tragfähigkeit justieren. Erst im Kniegelenk, dann check, ob's hilft. Das haben wir noch nicht versucht. Mehr zu wissen. Was wollen die Scavs vom Doc hier? Da war ein Mädchen dabei, Nika Jankovic. Meinte, sie sucht nach ihrem Bruder. Und der Typ ist Patient bei euch? Mehr weiß ich auch nicht. Sie wollte mit Anthony reden und war ziemlich aufgebracht. Aha. Er hat sich in seinem Büro verschanzt? Ja, sonst haben wir nirgends Sicherheitssysteme. Am Altar rechts, über die Treppe kommst du in den Keller. Wenn die Scavs Anthony was antun, sind diese Leute hier verloren. Alright. Überlass das mir. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Wow. Lalalala. Hat sie nicht gesagt? Ist wohl was Persönliches. Sehr schön. Jetzt bestimmt tot. So
Gerne probieren. Ja, ich hab gewonnen. Gern probieren. Aber bis jetzt sieht es aus, als wenn ich gewinne. Wegen Anderson hier. Ich will ihn lebend. Und ich will meinen Bruder. Der Wichser da ist mir total egal. Du, hoch mit dir. Wo ist Gaspar? Sag's und niemandem passiert was. Was soll das? Arbeitest du für mich oder für die? Rede, verdammt! Wow! Was zum... Bruder, los, hilf mir! Ein Schuss zu viel, Scan. Oh. Na endlich. Noch länger hinhalten ging wohl nicht. Das hättest du auch allein regeln können. Mit der Wahrheit. Die Wahrheit? Dass ihr Bruder ein Junkie war? Prognose chancenlos bis tot? Nein, das wollte sie ja eh nicht hören. Wie steht's um die Patienten? Warten mit Odell auf der Straße. Warte, was war das? Du hattest dich doch um die Skeffs gekümmert. Nicht alle, wie es aussieht. Worauf wartest du noch? Erledige sie! Bin sicher, schick Odell zurück an die Arbeit. Ich zerfetz dich in...